Der Kronplatz in Südtirol, südlich von Bruneck. Der 2275 Meter hohe Berg zieht jedes Jahr Millionen Sportbegeisterte an. Damit die Liftanlagen dem Ansturm gewachsen sind, bedarf es regelmäßiger Wartung. Die übernehmen hier die Helikopterbaumfäller einer Schweizer Firma. Normalerweise fliegen sie Bäume aus Steilhängen heraus. Heute sind Simon Kählin und sein Team an der Gondelbahn Miara im Einsatz. Wir sehen hier den Masten. Dort sind die Rollenbatterien, die immer geprüft werden müssen. Das heißt, es sind so Bölzen drin, damit die Seilbahn wieder funktionsfähig in den Betrieb gehen darf. Damit das Team die Rollenbatterien abbauen kann, müssen die Arbeiter zunächst auf die 18 Meter hohen Stützen der Gondelbahn klettern. Dabei schützen sie sich mit einer Kurzsicherung. Der läuft immer nach. Wenn ich hineinfalle, fängt er mich dann auf. Sollte er eigentlich. Es gehört zu meinem Alltag dazu, aber man hat trotzdem den Respekt. Man weiß, man ist in der Höhe, man arbeitet dort oben und es kann gefährlich enden, wenn ihnen etwas passiert. Aber Respekt muss sicher sein, das ist wichtig. Simon Kählin und seine Kollegen müssen für das Lösen der Bolzen schwindelfrei sein. Links und rechts kommen diese weg, weil dort die Rollen ersetzt oder geprüft werden müssen. Die haben alle ein Ablaufdatum. Die müssen dann regelmäßig wieder kontrolliert werden. Und dann kann der Lift wieder in Betrieb gehen, wenn das alles kontrolliert ist. Das Team nimmt die Rollen nicht einzeln ab. In wenigen Minuten holt ein Hubschrauber die gesamte Rollenbatterie. Ich schaue, ob sie angemacht sind, ob ich gut gesichert bin. Dann schaue ich nochmals, ob nichts verfangen ist im Seil, dass die Struppen richtig liegen. Nicht, dass dann eine hinter dem Seil und eine vor dem Seil angemacht ist. Sonst kann er nicht raus, dann verklemmt es sich im Seil drin, im trägenden Seil. Und dann sollte es eigentlich losgehen. Zur gleichen Zeit an der Talstation St. Vigil. Dort bereiten die Kollegen den Hubschrauber für den Einsatz vor. Darunter auch Marco Huser. Seit 5 Jahren fliegt er Schwertransporte in unwegsames Gelände. Der K-Max-Hubschrauber ist auf den Transport von großen Lasten spezialisiert. Er transportiert bis zu 2,7 Tonnen Extragewicht. Eine Rollenbatterie dieser Seilbahn wiegt knapp die Hälfte. Über Funk halten Marco Huser und Flughelfer Simon Kählin Kontakt. Kabel haben wir hier keine. Wir haben die Lichter im Portal. Wenn der Pilot kommt, sage ich ihm die Umstände, wie die Umgebung ist, ob irgendwelche Kabel oder so in der Nähe sind. Und danach gebe ich auch um die Naturgeschehnisse Bescheid, wenn es windet oder so. Dann sage ich ihm das im Voraus, bevor er bei mir ist, dass er das einplanen kann. Simon Kählin und sein Kollege müssen die Rollenbatterie an den Hubschrauber hängen. Diese Piloten fliegen eigentlich Zentimeter genau. Das ist eigentlich eine sehr hohe Liga, die sie machen. Die Rollenbatterien spannt, dann kann er eigentlich ziemlich viel selber machen. Aber wenn man noch ein bisschen mit dem Fuß nachhilft, geht es noch ein bisschen schneller. Dann muss er weniger mit dem Heli spielen. Die erste Rollenbatterie hängt am Seil. Ja, ich fliege sie dann auf den Platz runter. Auch das, ja, da hat man einen Flugweg, einen definierten Flugweg, wo man nicht über irgendwie Straßen oder Hindernisse fliegt. An der Talstation warten schon die Kollegen, um die Rollenbatterie zu empfangen. Anschließend fliegt Marco Huser zurück in den Hang.
Ich sehe ja die Position und wo ich hin muss oder wo die Last ist, das sehe ich gut. Und ich brauche dann den Flughelfer hauptsächlich, dass er mir die Höhe sagt. Und so das Zusammenspiel, dann funktioniert das tiptop. Marco Huser holt die zweite Rollenbatterie. Er achtet vor allem darauf, dass er den Seilbahnmast nicht beschädigt. Beim Demontieren bin ich sowieso nicht ganz im Zentrum mit dem Hubschrauber, sondern ich ziehe etwas schräg, dass, wenn die Batterie dann kommt, dass sie etwas vom Masten wegschwingt. Nur 30 Minuten später sind 8 Rollenbatterien ausgeflogen. Ja, ging eigentlich sehr gut, sehr schnell vor allem. War gut vorbereitet, effizient, ja. Ja, ist super, es hat alles geklappt. Für uns ist wichtig, dass wir keine Personenschäden, keine Materialschäden haben. Dann ist dann eigentlich das Hauptziel schon erreicht. Ein Gabelstapler bringt die Rollenbatterien in die Werkstatt der Liftanlage. Dort kontrolliert sie Hans Trebo von der verantwortlichen Liftgesellschaft auf Schäden. Heute wird länger gearbeitet. Wir müssen die ganze Rollenbatterien auseinander tun, und damit sie morgen bereit sind, weil morgen kommt der Prüfer in der Früh. Und die müssen wieder dann zusammengestellt werden, und dann kommt wieder der Hubschrauber nach dem Mittagessen. Hans Trebo zerlegt jede Rolle in ihre Einzelstücke, ganz nach Wartungsplan. Bei der Miara-Bahn müssen die Rollenbatterien der Niederhalterstützen alle 5 Jahre in die Wartung, die der Tragstützen alle 10 Jahre. Jetzt haben wir alles zerlegt, die Gummirollen, die Gummiringe haben wir ausgetauscht. Und jetzt als nächstes werden alle Teile sauber geputzt, und morgen kommt dann der Prüfer in der Früh. Metall kann Ermüdung haben und Risse bilden, und das ist einfach die Sicherheit der Fahrgäste. Die Linie ist das Wichtigste von der Anlage. Damit die Liftanlage für die Fahrgäste rechtzeitig fertig wird, machen die Arbeiter heute Überstunden.